Ich bin nicht Ihr Richter, Ethan. Ich will nur das Leben Ihres Sohnes retten. Noch ist Zeit, aber Junge, nicht ist schon viel. Klar, dass das nicht der ist. Helfen Sie mir, Ethan. Was wissen Sie? Ich bin sicher, Sie hatten Ihre Gründe für Ihre Taten. Sie wollten bestimmt niemandem wehtun, nur irgendwie dem Schmerz entkommen. Ich werde Ihnen helfen, das dem Richter zu erklären. Lassen Sie Sean nicht sterben. Sagen Sie, was Sie wissen, und wir können ihn retten. Schauen Sie, Ethan. Sehen Sie sich das an! 8 Fotografien, 8 Leben, ausgelöscht, ertrunken, im gottverdammten Regen. Ich verdammte, er meint Opfer an ihn. Erkennen er Sie ist ihn, Opfer. Hä? So. Ihren Sohn, Ethan? Das ist Sean. Er ist immer noch am Leben. Reden Sie, Ethan. Sagen Sie was. Reden Sie. Kann ich ihn denn spielen? Das Spiel ist aus. Was bringt Ihnen denn ein weiteres Opfer? Hä? Ich habe meinen Sohn gekidnappt. Hey. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß nicht, wo er ist. Der einzige Weg, ihn zu finden, ist, mich gehen zu lassen. Ich bin der einzige Mensch, der ihn retten kann. Sie wollen ihn retten, ohne zu wissen, wo er ist. Das ergibt doch keinen Sinn, Ethan. Ich liebe meinen Sohn. Ich liebe meinen Sohn. Wenn Sie mich hier behalten, wird Sean sterben. Die Zeit läuft, Ethan. Im Ernst, mir ist Ihr Motiv egal. Ich will nur eins wissen. Wo verstecken Sie Sean? Ich weiß es nicht. Ich hätte ihn gerettet, wenn ich es wüsste. Okay. Ihre letzte Chance, Ethan. Diesmal überlegen Sie genau, bevor Sie antworten. Wo ist Sean? Ich sagte Ihnen, ich weiß es nicht. Aha! Falsche. Carter, halt! Ich werde Sie dem Boss melden. Na los! Verschwinden Sie hier! Ich konnte Sie noch nie ausstehen, Norman! Und jetzt verpissen Sie sich! Blake! Was machen Sie? Der Typ ist ein Killer! Er hat keine verdammten Scheißrechte! Und er wird jetzt alles ausspucken! Scheißkerl! Antworten Sie mir, oder Sie stehen nie... Auch wenn er es war, Sie haben kein Recht, ihn zu schlagen. Auf welcher Seite sind Sie? Verteidigen Sie etwa dieses Stück Scheiße? Nein, nur das Gesetz. Und das Gesetz sagt, er ist unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist. Der Typ hat keine Rechte, klar? Überhaupt keine! Was war denn jetzt? Der wird jetzt irgendwie durch den Mülleimer oder so. Jetzt trinkt er erstmal eine. Ach ja, wir haben Zeit genug. Bedrohliche Musik. Geh. Okay.
Wohin? Warten einfach. Wo ist denn eigentlich auf sein Schreibtisch? Ich habe X gedrückt. Und das sind jetzt kein. Ach, leck mich doch am Arsch. Warum nimmst du denn das jetzt wieder? Aha. Ich habe da X gedrückt. Für keins, oder? Ist das tot oder was? Nee. Gestanden? Nein, noch nicht. Er ist bewusstlos. Wenn er wieder aufwacht, geht's weiter. Er ist tougher, als ich dachte. Ganz egal, der singt. Wie alle. Was mit dem Hörer? Auf jeden Fall, mein Glückwunsch, Lieutenant. Ist er mit telefonieren oder was? Ich werde mit der Presse sprechen. So etwa in einer Stunde. Das wird eine Riesensache. Wollen Sie nicht lieber erstmal auf sein Geständnis warten? Nein, nein. Wir haben ihn überführt. Mehr interessiert die Presse sowieso nicht. Ethan Mars ist unschuldig. Er ist überzeugt, dass nur er Sean retten kann. Was, wenn es stimmt? Ich gehe das Risiko ein. Ich muss ihn hier rausbringen. Oh. War das der Commissioner oder wer ist das? So, hier, ne? Wenn er noch da drin ist. Oh, hi. Nicht normal so ein Polizist. Was muss ich denn hier machen? Ich glaube, wir müssen da im Vorraum was machen, ne? Hier. Nicht aufnehmen. Hey. War dumm. Haben wir hier Bewachungskameras? Bestimmt. Hast du denn Stück da? Hat er gestanden? Hm, noch nicht. Ich verstehe. Könnten Sie weggehen? Gehen Sie raus. Ich. Lieutenant Blake sagte. Bitte. Gehen Sie raus. Okay, Sir. Ich warte dann vor der Tür.
Sind Sie okay, Ethan? Wo ist eigentlich die Frau? Die muss da irgendwo sein, ne? Ich muss hier raus. Ich muss Sean retten. Ich werde Ihnen helfen. Wie, die Kamera ist aus? Der Typ steht immer noch da, ne? Wir müssen versuchen, sie herauszuholen, Ethan. Warten Sie. Ich komme zurück. Bewachungskameras, oder? Kann man hier was machen? Warum macht der... Warum kann man überhaupt da hier was machen? Hier geht's nicht rein. Toiletten, keine Ahnung, brauchen wir nicht. Unser Raum ist eh so leer. Da sind ja viel zu viele Leute. Warte, was ist das denn? Nein, du sollst nicht. Du sollst doch nicht da reingehen, bist bescheuert. So, ich siehst du. Ganzen Gefangenen. Okay. Was sind wir hier? Das sind nur die Kameras dabei. Kann man die nicht abstellen irgendwo im Raum? Generell, wo geht das? Muss ja irgendwo machbar sein. Das hier. So. So, ja, wir haben ein Telefon. Sieht das Telefon überhaupt an? Wo müssen wir denn jetzt hin? Den kann man auch nicht sprechen, ne? Das ist eine Scheiße. Rausgehen? Warum sind die ganzen Hörer hier oben? Guck mal, die haben alle die Hörer oben in der Luft. Warum? Okay, hier dreht er wieder ab, ne? Ja, da bin ich ein bisschen überfragt. Das ist erstmal, dass ich überfragt bin hier in dem Spiel. Weil... Da sind Kameras, hört mal. Junge, die Steuerung, ne? Nein, du sollst einfach da reingehen. Das geht gar nicht.
Geht nicht. Junge, 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 Junge. Der geht immer verzögert, wa? Ich drück schon 2 Sekunden auf der Taste und dann kommt das erst. Junge, ich weiß nicht, was ich machen muss. Weiß ich echt nicht. Ich kann ja mal in Toiletten gehen, komm. Ey. Wird wahrscheinlich nicht gefilmt. Ich meine, er kann ja noch das hier machen, ne? Ich muss die Wache loswerden, wenn ich Mars befreien will. Scheiße, was mache ich da? Beihilfe zur Flucht? Das kostet mich die Marke und bringt mir 10 Jahre Knast ein. Irgendwie muss ich ihn heimlich aus dem Revier kriegen. Irgendwo hängen die Regenmäntel der Streife. Ich muss einen finden und Maß geben. Regenmäntel. Zuerst weg mit den Handschellen. Sollte klappen, ihn unbemerkt herauszukriegen. Sollte klappen. Ja, aber kannst du mir sagen, wo das ist? Wir sind Gefangenen. Wo zum Geier hast du denn hier Regenmäntel? Oder, ich weiß es einfach nicht. Da hinten hängt zwar einen drüber, aber die kann ich nicht nehmen. Hier ist noch einer. Jetzt ist der Typ schon wieder da in dem Raum. Gary, machen Sie eine Pause. Ich mach das hier. Echt? Ich muss nämlich mal dringend pissen. Die Schlüssel für die Handschellen liegen auf meinem Schreibtisch. Wo ist der? Danke für die. Okay. Wo ist denn der Chinese Schreibtisch? Liegen auf meinen Schreibtisch. Meint ihr den Schreibtisch? Ist kein Schreibtisch, ne? Ethan, nehmen Sie. Vielleicht kommen Sie so an denen vorbei. Scheiße, die Handschellen. Die müssen weg. Okay, Moment. Wo ist denn dein fucking Schreibtisch? Sag doch vom Schreibtisch. Welcher Schreibtisch, verdammt Tags? Welcher von den 20 Schreibtischen ist es denn? Hier. So, jetzt aber. Muss man erstmal wissen, ne? Schon schläuft hier alles ab. So, jetzt aber komm. Das war's. Sie sind frei. Hier, nehmen Sie das. Die machen Pause. Wenn Sie sich beeilen, kommen Sie unbemerkt raus. Sofort raus hier. Kein Anhalten, kein Reden, kein Denken. Nur laufen. Was soll ich sagen? Ich... Bitte retten Sie einfach Sean.
Ja, no, hier ist eigentlich gar kein Ich hoffe, das war kein Fehler. Oh, das sieht ja man, das sieht man doch. Wie auch geht's. Okay. Schlaumeier. Matt, was hat das denn damit zu tun? Schlaumeier. Donnerstag, 23.43 Uhr, 114 Millimeter. Millimeter. Shelly. Ah, hier. Lauren? Es tut mir leid, Scott. Sie hätten auf mich hören sollen, Mr. Shelby. Oh nein. Ich sag ihnen doch, sie sollen aufhören. Ihr Sohn ist ein Serienkiller. Wie viele Menschen soll er denn noch umbringen? Gordy hat Fehler, aber er ist mein Sohn. Sie haben keine Kinder, Mr. Shelby. Sie verstehen das nicht. Sie lassen mir keine Wahl. Die Ermittlung ist vorbei. Für immer. Oh nein. Hätten wir das irgendwie ändern können? Oh nein. Was? Was für ein Arsch. Lauren. Oh, sie auch. Shit. Ich muss was drücken, ja? Sag doch mal was. Wieder abkennen. Verdammt. Oh. Verdammt. Na, egal. Nee. Wir lassen die ja nicht witzig verarschen. Hä? Hä? Ja, ist mir scheißegal. Alter, was? Wir lassen die ja nicht im Stich, bist du bescheuert? Nee. So haben wir nicht gewettet. Wenn ich gewusst hätte, ich habe gedacht, dann muss man die irgendwie befreien erstmal. Ich weiß nicht, was da für ein Knopf ist. Okay. Lauren, sind auch hier. Lauren. Nee, der nimmt die jetzt nicht mit, ne?
wahrscheinlich schon. Ich habe echt gedacht, der hätte jetzt da gelassen. Da beim ersten Mal. Ja, da ist schon mein Pfeffer vorbei. Ja, ja, nimm mal Schmidt. Warum auch? Junge, Junge, Junge. Wenn man wüsste, für was das genau da wäre, ne? Das ist auch ein bisschen doof gemacht. Ich wollte mal wieder schwimmen gehen. Aber so war das nicht geplant. Haben Sie ein Auto zu Hause? Meins ist ja ziemlich am Arsch. Ja, klar. Was wollen Sie tun? Ich muss ein paar Dinge regeln. Ich bring Sie ein. Sie schließen sich ein und machen niemandem auf, außer mir. Okay? Los. Sei vorsichtig, Scott. Ich will dich nicht verlieren. Der gleiche Spruch hat man heute... Nee. Im letzten Part auch schon mal. Ich will dich nicht verlieren. Okay, es geht wieder weiter hier. Schwimmlehrer. Ja, ein paar Minuten haben wir noch. Ein paar Minuten. Oh, jetzt gibt's Rache. Jetzt gibt's Rache. Camp Events on Tour jetzt gleich. Ich stehe mir schon mal parat. Oh, eiskalt. Okay, wir können uns nicht bewegen. Ich wollte gerade irgendwie rumgucken. Hey. Stimmt, der hat 6 Waffen, okay. Oh, das war zu schnell. Zack. 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 Boah, wie viel Waffen heute hat der? Die alle auch noch gleich auf den. Oh. Hab ich dich. Ja. Hab ich dich. Ja. Ja. Ich muss so einen Ton machen. Bam. Motherfucker. Stopp! Nicht weiter! Ich schieße! Der Geist der Weihnacht kommt. Ist der Mörder, oder? Er ist der Killer. Nein, er ist unschuldig. Er ist kein Killer. Kein Killer. Wir wissen ja nicht, wie der aussieht. Links oder rechts? Sie Scheißlügner. Raus mit der Wahrheit. Nein, nein, bitte. Ich weiß nichts. Letzte Chance. Ich weiß nichts. Ich schwör's. Ich weiß überhaupt nichts! Stopp! Stopp! Bitte! Ich packe aus! Ich sage alles! Wir können ihn nicht umbringen. Wir sind nicht so wie er. Spaß, okay? Er wollte sein wie der Origami-Killer. Er wollte so sein. Er hat ihn zu lange unter Wasser gedrückt. Ein Unfall! Ein dummer Unfall! Es war nur ein Spiel. Er hat's mir erzählt.
Er weinte. Es tat ihm alles so leid. Was ist auch wahr? Er war richtig Mitleid dann mit ihm. Gordy ist mein Z- Trotzdem. Erzählt nicht. Was? Der Junge, das Opfer. Erzählt nicht. Eine Straßenratte aus der Gosse. Sie widerlicher Haufen Scheiße. Was ist mit John Shepard? Warum die Blumen auf seinem Grab? Mir gehörte die Baustelle, wo er umkam. Ich vergesse es nie. Seit 30 Jahren bringe ich Blumen dorthin. John hatte einen Bruder. Was ist mit ihm? Ich weiß nicht. Adoptiert, glaube ich. Die Mutter. Fragen Sie die Mutter. Sie heißt Anne. Anne Shepard. Okay, warte, jetzt kommt mir was. Mein Herz! Hm? Mein Herz! Schnell! Meine Tabletten! Die Schublade da! Können, aber ich tue es nicht. Nicht so wie er. Wir bringen keine Leute um. Ja. Gut. Wir bringen keine Leute um. Alles klar. Ja, aber wir sind nicht so wie er, dass wir immer. Er wollte uns töten. Aber wir taten es nicht, weil es. Alter, was? 126,95 mm. Oh, bei ihr geht's weiter. Aber erst wieder im nächsten Part. Emergency.